Mit Wasserwerfern geht die italienische Polizei gegen die Migranten vor. Daraufhin werden Gegenstände in Richtung der Polizisten geworfen. In Rom ist es nach der Räumung eines von Migranten besetzten Hauses zu Zusammenstößen gekommen. Seit Jahren lebten rund 800 Menschen in dem Haus. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge aus Eritrea und Äthiopien. Einige von ihnen hausen seit Tagen auf einem Platz in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ärzte ohne Grenzen sprach von wahlloser Gewalt. Verletzte würden versorgt. Es seien auch Schlagstöcke zum Einsatz gekommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA habe die Polizei bekannt gegeben, dass Gasflaschen und Steine gegen Beamte geflogen seien. Der Einsatz sei zudem notwendig geworden, weil einige Migranten eine alternative Unterbringung der Stadt nicht akzeptiert hätten. Auf Twitter kritisierte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, dass auch Familien mit Kindern unter den Betroffenen seien.